Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16 und dem Beagle. Auf einmal kratzt es im Hals. So, dann schauen wir mal. Die Hallen der Noch ein Ahnen. Tor. Ob sich das auch öffnen wird? Probier's aus. Ich meine, Joshua Soll musste eine auch Ruine drin der Gefallenen sein. sein? Ruine würde ich es nicht nennen. Es ist, als wäre es erst gestern erbaut worden. Ja. Es ist noch größer, als ich dachte. Das warst du, du Trottel. Sie greifen an. Gar nicht gut. Ist das die Prüfung? Du weißt, was zu tun ist. Halt die Torga! Hier drüben! Schnapp sie dir! Was war das denn jetzt? Wurde ich jetzt echt weggekickt? Aber wo zum Henker ist Joshua? Noch mehr Käfer. Und noch mehr. Was? Bin ich hier jetzt in Star Wars angekommen? Du weißt, was zu tun. Nochmal funktioniert. Nein, das funktioniert. Das war's. Scheint noch alles intakt zu sein. Der ganze Ort lebt. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Interessant. Ich frage mich. Ach, egal. Ich frage mich, glaube ich, zu viel. Das ist mein Problem. Noch mehr. Hallo. Ob ich mich jetzt wohl einblenden kann, das ist eine legitime Frage. Ein Verteidigungsmodul. Ein Verteidigungsmodul. Ah ja. Ich werde mich jetzt mal einblenden, wenn es nur für 3 Sekunden ist. Geht ja immer tiefer rein. Die erinnern mich, die Hallen erinnern mich ein bisschen an die Kammern aus Jedi Survivor, die man hatte. Na. Wer kann sicher viel einstecken? Mal sehen, wie viel. Du weißt, was zu tun ist. Schnapp sie dir. Ich hab ihn direkt erwischt. Zeig sie, Große. Du weißt, was zu tun ist. Willst du, weißt, was zu tun ist? Jill, greif doch auch mal an. Wie wäre das eigentlich? Hier irgendetwas Sinn für dich? Nö. Nein.
Wir finden ihn und verschwinden. Woher loote ich diese Kiste? Ein Supertrank, okay. Wir gehen ja immer tiefer rein. Also, wow, wie schnell war Joshua da? Bomber. Was sind das für Dinge? Was sie auch sind, sie sehen gefährlich aus. Das war's. Geht trotzdem. Die erinnern mich an Wesen aus. Schnapp sie dir. Fast, Torgal. An, als hätte ich die schon mal in irgendeinem Final Fantasy Spiel als Gegner gehabt. War es Final Fantasy 13? Ich glaube ja. Ich meine, es war Final Fantasy 13, wo ich sehr ähnliche Gegner hatte. Der Hundi ist irgendwie besorgt. Noch ein Eingang. Hätte Joshua all das auch durchmachen müssen? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Und jetzt? Und weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Tja. Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Da könntest du sogar recht. Hat der Mann in der Robe auch diesen Weg genommen? Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Eine sehr interessante Frage, weil ich zweifle das auch gerade an, weil der hat nicht so viel Vorsprung uns gegenüber gehabt. Ach komm, echt? Das ist ja jetzt ein bisschen Wiederholung, ne? Aua, ich wollte doch ausweichen. Alter, du bist auf meinen Hund losgegangen, du Arsch. Geht schon wieder. Ich will erst ihn hier machen, den Großen! Mensch, den Großen, den Großen! Hier drüben! Schnapp sie dir! Hör auf! Schnapp vorbei! Fass, Korgan! Nochmal! Na komm, 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 komm! Nicht zu nah, Torgan! Oh, das war's schon. Jill hat ordentlich Dampf gegeben, ne? Ich glaube, da muss ich hin. Ach komm, nicht noch mehr. Langsam ist ein bisschen doof. Das ist jetzt gerade ein bisschen repetitiv, aber egal. Pass auf, da sind noch mehr. Ja. Zeig's ihnen, Große. Pass, Korgal. Du weißt, was zu tun ist. Da, Große. Na? Komm schon, komm schon, komm schon. Sorry, dass ich so schweigsam bin. Ich bin schon wieder doch sehr müde. Und ich konzentriere mich auch tatsächlich aufs Kämpfen. Obwohl es jetzt nicht so überaus anspruchsvoll ist. Es ist jetzt nicht so, als würde ich hier so ein Demon's Souls oder Dark Souls oder
Bloodborne spielen, aber ein bisschen Konzentration, gerade beim Ausweichen, sollte man schon an den Tag legen. Nur ein bisschen, ne? Nur ein bisschen. Ach Gott, endlich. Es gab noch einen anderen Eingang. Da kommt etwas. Okay. Gut, ja. Klar. Ich hab langsam genug. Ich auch. Soll das sowas wie... Au. Eisengigant. Du weißt, was zu tun ist. Na komm, 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 komm. Lass sie nicht entkommen. Ganz schön viel Kohle dabei gehabt. Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen Sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und Sie beschützen Ihr Heim. Ich finde es hinauszögern, dass die beiden sich sehen, so nervig. Jill, dort. Ein letztes Tor? Oh nein, größer als ein Tor. Deutlich größer als ein Tor. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Okay. Ja. Gunst des Windes, ja. Oh, das will ich haben. Das will ich haben. Gib her. Er rennt halt auch nicht so schnell, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wo lang muss ich denn? Da vorne lang, gut. Epische Musik bleibt episch.
Baller. Ha. Aber wo zum Henker ist Joshua geblieben? Und auf geht's. Ach Leute, das ist jetzt ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Ach. Ein Heiltrank, sehr schön. Also in die Länge ziehen konnte Final Fantasy schon immer. Pass auf, noch mehr. Schnapp sie dir. Was ist das? Los! Okay. Der Finger ist los. Was ist denn das? Noch ein Rätsel der Gefallenen. Noch eine Scheißtür. Irgendwas bewirkt. Wow. Und es geht noch tiefer rein. Also, ich glaub's ja nicht. Uff. Aha. Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht.
Frauen zu führen. Sieh nur, Clive. Was denkst du, wie alt das ist? Sag mal, ist das nicht auch Ignis? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Ignis. Eine Art Gott? Ifrit meine ich. Ifrit. Entschuldigung. Warum will ich den immer Ignis nennen? Dabei ist es doch Ifrit. Du! Verdammt! Der zweite Dominus des Feuers! Wer bist du? Sag mir nicht, er hat schon wieder alles in Schutt und Asche gelegt. Was? Ich bin zurück. Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive! Joshua? Vergib mir. Ich flehe dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden, aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann.
schmerzhaft die Wahrheit auch sein mag, ich bin bereit. Ich nicht? Komm, Ifrit. Zeig mir dein wahres Gesicht. Leute, ich bin nicht dafür bereit. Scheiße. Scheiße. Das wird die Schaden machen, egal wie. Hinterher. Clive? Nein. Du leugnest die Wahrheit. Sogar jetzt noch, wo sie genau vor dir steht. Ich muss mich meiner Angst stellen. Jetzt gegen mich selbst? Ach, je. Garuda, ich brauche dich! Das ist das erste Mal, dass er ihren Namen ausgesprochen hat, ne? Garuda, ich brauche dich! Come on.
eventuell nicht reingeraten, das wäre cool. Voila. Reingeraten. Au. Scheiße, ey. Ich hab nicht mehr viele Zeit gehabt. Ich sollte jetzt keinen Scheiß machen. Ja. Bin ich jetzt noch besser drauf? Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Was habe ich denn da jetzt bekommen? Wahrheit akzeptieren. Alter, was bin ich denn für ein heftiger Babo? Schlecht gegen Garuda. Ich besiegte mich selbst. Aber ich glaube nicht, dass wir Joshua getötet haben. Also, er lebt ja noch, wir wissen es, aber ich würde gern wissen, ob er wirklich... Hingabe. Okay.
Clive, was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder. Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Wie, mehr sagt er nicht? Sie hat schon Recht darauf zu erfahren, was ihm da passiert ist. Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Was machst du daraus? Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Oh, Clive. Ich finde, er sollte schon einen Bonus dafür bekommen, dass er es nicht kontrollieren konnte. Ich habe so viele Leben genommen. Und noch mehr zerstört. Auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Problemverlagerung. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Ach, die ist so süß. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht. Mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Na komm, gebt euch einen Ruck. Nein, sie geben sich keinen Druck. Wie sie auch in der einen Folge demonstrativ sich jeweils nach rechts und... Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kerr gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Das ist aber doch... Er heißt nicht Joshua, aber das ist doch Joshua. Leute, das... Egal. Ist okay. Währenddessen... Schloss das Bock. Ja! Könnte man auf die Idee kommen, sag dass er mir, wer das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote hat... Er hat gesagt, dass Sid ihn bezahlt hat. Ja!
Ich lasse deine Sippe ihr Unwesen treiben und so willst du dich bedanken? Suche und finde ihn! Ich zerquetsche ihn, häute ihn, reiß ihm sein Herz raus, ihm und seiner verdammten Brut! Jeder einzelne von ihnen wird dafür bezahlen. Raus! Raus! Ja, Milord. Ist das Benediktas Asche? Dann hat der aber nicht mitbekommen, dass Benedikta ihm egal war. Andersrum. Also Benedikta hat sich ein Scheiß für ihn interessiert. Ich hoffe, das ist die Asche und nicht der Kopf. Schon 42 Minuten, Leute. Wow, der Sinn des Lebens. Den werden wir nächstes Mal gründen. Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fähigkeiten wie zum Beispiel Feuerramme zur Verfügung stehen. Wie der Name schon erahnen lässt, eine Ramm-Attacke, die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rauschleiste jetzt verfügbar. Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Phoenix. Einen Überblick erhältst du unter dem Reiter Fähigkeiten im Hauptmenü. Die Limit-Rauschleiste befindet sich unter Clives LP-Leiste. Entfesselt Clives innere Bestie und verwandelt ihn in einen halb erwachten Ifrit, indem du drückst. Wenn diese Leiste voll ist, sie füllt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird oder du erfolgreiche Offensiv- und Defensivmanöver durchführst. Im halberwachten Zustand hast du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht, Lebenspunkte werden stetig regeneriert und deine Angriffe durchbrechen die gegnerische Verteidigung. Und wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. Na gut. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren. Ich glaube, ich mache eine Schnellreise dahin. Bringt mir nichts. Na gut. Na gut, ihr Lieben. Also, wie gesagt, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bevor ich aber... Ich will mal eben was wissen. Fähigkeit. Ifrit beschworen. Ach, Herr Jemini. Kann ich jetzt endlich... Oh, kann ich. Ich liebe diese beiden Attacken, Leute. Liebe ich. Oh, 1000 brauche ich dafür. Das möchte ich haben. Ist nicht so geil. Na gut, ihr Lieben. Ich bin glücklich. Ich konnte mich verbessern und haut rein.